Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, bei Blown Up, Ausgabe 55. Wir sind tatsächlich nach viel zu langer Abstinenz wieder zurück. Mein Name ist nach wie vor Robert Dreisger und bei mir im Studio der ehrenwerte Felix Shooter Schulz. Hallo Felix, wie geht's dir? Hallo Robert, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, mir geht's gut. Wir sind wieder da. Man hat mich ja jetzt schon bei Blown Up seit fast genau einem Jahr nicht mehr gehört. Das ist mein allererstes Mal bei Blown Up im Jahr 2021. Verrückt. Schön, wieder hier zu sein. Ja, absolut. Also man möge uns vielleicht verzeihen, wenn wir uns gerade noch ein bisschen, ja, wenn wir gerade noch so ein bisschen tapsig daherkommen. Wir sind eventuell gegebenenfalls ein bisschen aus der Übung geraten, aber in den letzten Wochen oder eigentlich schon in den letzten Monaten ist der Drang, Blown Up wieder zu beleben, in uns gewachsen. Und jetzt haben wir es endlich geschafft. Und jetzt sind wir wieder hier. Felix, was haben wir heute im Programm für unsere Zuhörer? Wir haben etwas im Programm, was wir eigentlich schon tatsächlich geplant hatten, mal in Live aufzunehmen, als wir die Sachsen-Tour hatten, bis uns dann aufgefallen ist, dass das gar nicht mehr so leicht ist, nachdem Robert Dreisger, a.k.a. Coach Dreister, formerly known as Avalanche, jetzt wirklich wichtiger Teil der Crew in allen Belangen ist und einfach ist, er hat keine Zeit mehr, der gute Mann. Er hat keine Zeit mehr. Deswegen treffen wir uns wieder hier im digitalen Studio und wir sind nicht alleine. Wir haben den guten Norman Harras dabei. Den einen oder anderen kennen ihn noch, weil er mal Hundefutter gefressen hat. Unter anderem darüber wollen wir sprechen. Robert, hast du Bock drauf? Ich habe natürlich absolut Bock darauf. Man muss vielleicht auch vollständigerweise sagen, dass wir ein Interview mit Norman Harras auch schon mal aufgezeichnet hatten, beziehungsweise versucht haben, ein Interview aufzuzeichnen. Am Beginn des letzten Jahres, glaube ich, war das. Aber da ist wohl eine Tonspur, die leider zufälligerweise meine war, flöten gegangen, wodurch dieses ganze Gespräch unterm Strich dann absolut keinen Sinn mehr ergeben hat. Deswegen, unter anderem deswegen haben wir uns dazu entschlossen, den guten Norman zu uns einzuladen. Und dann würde ich sagen, wünschen euch viel Spaß mit einem interessanten Talk mit Norman Harras. Wie geht's AJ Sanchez? Ja, Robert, vielen herzlichen Dank, dass ihr mich hier heute mal nach Ewigkeiten wieder empfangt. Freut mich natürlich, dass wir in der Konstellation nochmal zusammen quatschen können. Und leider muss ich sagen, dass ich mit dem guten Herrn Sanchez doch jetzt seit einiger Zeit nicht mehr im Kontakt war. Aber gut, dass du es ansprichst. Ich werde da definitiv mal nachhaken und die Informationen dann gerne nachreichen. Darf ich dazu eine Frage stellen, weil für unsere Hörerinnen und Hörer, die vielleicht nicht genau wissen, wer AJ Sanchez ist, die auf den AJ Sanchez-Wagon aufspringen wollen, was ist das denn für eine Person? Um wen geht's denn da? Also es hat eine kleine Historie, denn wie die wenigsten ja wissen, war ich in der Vergangenheit mal in Kanada auf Tour. Und dort war ich unter anderem mit dem Herrn AJ Sanchez einmal für 38 Tage und einmal für 3 Wochen on the road. Haben also sehr viel Zeit miteinander verbracht, auch miteinander im Ring gearbeitet. Und der Gute ist ein kanadischer Indie-Wrestler, der seit auch bald schon 20 Jahren aktiv ist und der bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat durch seine positive Art und seinen unterhaltenen Charakter. Und das war auch ein Punkt, den ich auch so in Gesprächen mit Robert oder Felix gerne mal angesprochen habe. Und da haben die beiden sich das natürlich nicht nehmen lassen, mir diese positive Grundeinstellung direkt mal vorzuhalten und mich damit aufzuführen. Das klingt jetzt so anklagend, das finde ich jetzt ein bisschen unfair direkt. Wir müssen ja auch wieder warm werden, deswegen, naja. Ja, nee, aber ich habe mir in der Zwischenzeit auch das ein oder andere AJ Sanchez-Match zumindest zum Teil angeguckt und durchgeklickt. Ist tatsächlich ein sehr, sehr brauchbarer Wrestler. Also die Schwärmerei des Norman Harras, die ist nicht von ungefähr, auch wenn sie vielleicht doch unterm Strich dann ein bisschen übertrieben ist. Norman, ich bin gerade auf deinem Cage-Match-Profil.
Weißt du, dass du erst eine gültige Stimme und einen Kommentar hast? Ganz kurz, dass wir jetzt genau 2 Minuten seit Wissen. Beginn der Aufgabe gebraucht haben, um auf Cage-Match zu sein, ist auch wieder super. Toll. Es geht genauso weiter, wie es aufgehört hat. Natürlich. Ich Ja, war aber schön, gerade. dass wir hier die Tradition beibehalten. Aber um dir da direkt mal die Antwort auf deine Frage zu geben, Robert, nein, das war mir in der Form tatsächlich noch nicht bewusst. Denn tatsächlich gibt es ja in den letzten Jahren gar nicht mehr so viel auf Cage Match nachzulesen, da die Frequenz der Veranstaltungen ja doch leider, leider abgenommen hat. Ja gut, da hast du auf jeden Fall nicht Unrecht. Ich war trotzdem jetzt gerade überrascht. Also Leute, wenn ihr ein Cage-Match-Profil habt und für den Norman noch eine schlechte Bewertung übrig habt, dann fühlt euch jetzt überhaupt nicht dazu genötigt, die hier abzugeben. Nee, ich wollte natürlich ein bisschen durch deine Matches durchscrollen. Es hat ja, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, zumindest das letzte Mal, als wir gesprochen haben und es auch aufgezeichnet haben, hat sich ja. Ganz kurz, also um auch das nochmal transparent wie möglich hier aufzuklären. Norman und ich haben unsere Spuren aufgezeichnet. Das ist, ne? Ja, gut, vielleicht muss ich das auf meine Kappe nehmen. Aber auf jeden Fall, es hat sich ja in der Zwischenzeit sehr, sehr viel getan eigentlich. Es gab eine Menge Auf und Abs in deiner Wrestling-Karriere, würde ich fast mal so sagen. Und auf jeden Fall ein ja, Höhepunkt, kann man doch schon sagen, war auf jeden Fall, würde ich sagen, der Shotgun Championship-Gewinn am, war das zu Silvester? Sagt man das in Deutschland? Das war das Silvester-Spezial des letzten Jahres, ganz genau. Ja, wie du hast es gerade schon angesprochen, war auf jeden Fall ein einprägender Moment und auch ein kleiner Meilenstein für mich persönlich. Denn das hat einfach nochmal gezeigt, dass ich nicht nur anderswo auch entsprechend eingesetzt werden kann oder da Erfolge feiern konnte, sondern es eben auch bei WXW geschafft habe, wo ich nun mal aus der eigenen Schule komme, war das doch auch selbst für mich ein kleiner emotionaler Moment, einfach diesen Erfolg zu haben und dann natürlich auch in Folge dessen oder in Folge der We Love Wrestling Tapings diesen Titel auch diverse Male verteidigen zu können. Darf ich mal fragen, wie viele Tapings, das waren ja die Zeit, da war ich nicht dabei durch den Lockdown und keine Ahnung was, Corona. Wie viele Tapings waren das insgesamt? Aber du hast es wann bekommen? Jetzt Silvester. Und dann die Tapings danach, ne? Und die danach. Das ist alles ein Also Nebel. das Silvester-Spezial wurde ja damals im Rahmen des Catch Grand Prix 2020 schon aufgezeichnet. Dementsprechend war das der Moment, wo ich den Titel bekommen habe. Und danach hatten wir dann, ich meine, es wäre Januar, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, oder Februar, da hatten wir dann die ersten richtigen Corona-Tapings wieder. Und da habe ich den Titel dann 8-mal verteidigen können. Wie viele Tage Was? das genau waren, das kann ich dir jetzt gerade gar nicht mehr sagen. Ja, also die Tage habe ich jetzt auch nicht ganz parat, aber durch den neuen Modus des WXW Shotgun-Titel würde ich mal sagen, dass sich da eine erfolgreiche Titelregentschaft eher darüber definiert, wie oft der Titel verteidigt wurde, anstelle, ja, wie viele Monate oder Jahre man den Titel gehalten hat. Ich kann dir damit sogar schon mal sagen, du hast damit sechs Titelverteidigungen des Shotgun-Titels mehr auf deinem Konto als ich. Glaube ich. Oder vielleicht fünf, keine Ahnung. Aber sagen wir es mal so, ich habe den Titel zweimal gewonnen und nicht ganz so oft verteidigt. Ja, du. Aber dafür hast du ja dann irgendwann mal die Chance gehabt, dich mal richtig an Normen auszulassen. Von Hundefutter So. bis zum, ja, wahrscheinlich WXW-Match des Jahres, was war's, 2020, dem Academy-Match. Ja, auch schon wieder ein Jahr her jetzt. Ja, aber zeitlich war das natürlich davor, ne? Also das war vor dem Shotgun-Titelgewinn Genau, das war vorher. Das von war Norman. vorher, genau. Log Genau. logisch. Ja, das war interessant, würde ich mal sagen. Vor allem die Wahl. Norman, kannst du uns vielleicht nochmal
mitnehmen, warum man sich Pedigree-Dosenfutter kauft, wenn man von sich aus selbst vorschlägt, dass man ja innerhalb einer Story Hundefutter zu sich nehmen könnte. Wie viel Prozent Hähnchen-Anus war da nochmal drin? Du hast das Ganze jetzt schon wieder so aufgebaut, dass es ja klingt, als wäre es auch ein bisschen meine Schuld. Das möchte ich natürlich gänzlich von mir weisen. Denn im Grunde wurde ich da in eine ganz, ganz miese Ausgangssituation gepackt. Denn die Entscheidung, dass ich da im Zuge dessen dieses Hundefutter zu mir nehmen werde, war vielleicht auch nicht ganz so freiwillig getroffen worden, wie du es gerade suggeriert hast. Aber ich muss ja zugeben, mir wurde dann der kleine Finger gereicht, indem ich mir nämlich selber das Hundefutter zulegen sollte für diesen Tag. Da Und muss ich ich aber musste. kurz unterbrechen. Also ich war auf jeden Fall dafür, dass wir etwas verwenden, das ähnlich aussieht wie Hundefutter und du das nicht zu dir nimmst. Also an mir, nee, 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 das lasse ich mir nicht ankreiden. Da muss ich ganz, ganz entschlossen dagegen gehen. Nee, nee, nee. Also ich weiß nicht genau, von wem du die Order, wenn man es nennen möchte, bekommen hast, aber von mir sicher nicht, denn ich habe mir überlegt, was könnte man im Vorfeld kochen, das aussieht wie Hundefutter, aber nicht so ist, weil, also Norm, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber it's a work, Bro. Ja, und das ist schon wieder der ganz gravierende Unterschied, Robert. Denn wir hatten ja damals bei den Tapings auch Zuschauer vor Ort und die hatten zwar einen gewissen Abstand zum Ring, also es waren so die 3 Meter auf beiden Seiten mindestens, klar. Aber jeder, der schon mal Hundefutter gesehen hat oder vielmehr der im Abstand zu einem Hundennapf vorbeigelaufen ist, der weiß, dass das Ganze nicht nur visuell, sondern vor allem auch über den Geruch seine Wirkung entfaltet. Und Ja, aber nur natürlich hätten wir das, uns aber da nur ein. Scheißfutter, Norman. Jeder, also Woher ich soll hab. ich das denn wissen? Verdammt nochmal, ich habe keinen Hund. Das ist ja die linke Nummer dahinter. Da bin ich dem Marketing voll auf den Leim gegangen. Ich bin in den Laden gegangen. Welches Hundefutter kennt man von diesen 10 Marken Pedigree? Ja, hat funktioniert. Du War es kannst ne ja nicht einfach fragen, so entschuldigen, nur mal so als Frage, was ist denn davon am genießbarsten so für Menschen? Also. Was aber auch eine ziemlich komische Situation oder dumme Situation gewesen wäre, diese Frage zu stellen. Würde ich jetzt mal sagen. retrospektiv wäre es vielleicht trotzdem der richtige Ansatz gewesen. Aber hey, man lernt aus seinen Fehlern und Welches hast du denn genommen? Ganz normales oder war das irgendwie Pansen, Seelachs oder irgendwie sowas? ich glaube, es war Hähnchen mit drin und Reis. Es stand jedenfalls vorne drauf. Ich konnte es dann nachher in der Konsistenz nicht so genau wiedererkennen. War da Markus Rühl vorne drauf, oder? Oh Gott, Leute. Aber ich finde es gut, dass du hast verstanden, dass Wrestling ist das spricht alle Sinne an, vom visuellen bis zum Geruch. Das gehört alles dazu. Und Ja, Geschmack in dem Fall. es hat jetzt auch 1,5 Jahre gedauert, dass ich drüber lachen kann und dass ich es verarbeitet habe, aber langsam aber sicher komme ich an diesem Punkt. Gut, wenn wir wieder touren könnten, könnten wir das Match in alle Städte bringen. Das wär gut. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ihr seid ja, es war ja nicht nur das Match, obwohl das ein schöner Moment war für uns alle, also fast alle Beteiligten. Ganz klar, war ja tatsächlich das sehr coole Academy-Match. Das sehr, sehr, wie hat man damals, hat man es damals genannt, cineastische Matches oder so, die da mal in einer seltsamen Zeit dieses Wrestlings passiert sind. Und das war halt mal ein sehr cooles, cineastisches Match. Muss ich mal jetzt lobend erwähnen. Das hat mir aber sehr gut gefallen. Erzählt mal was zu der Produktion. Ich weiß, es ist eine Weile her, aber. Ja, also wie du schon richtig gesagt hast, ne, das war die Zeit oder eigentlich so die Anfangszeit während Corona. Also natürlich war der große Vorreiter war logischerweise das, wie hieß es, Boneyard oder Graveyard Match? Oh ja. Boneyard Match. Bei WrestleMania zwischen Undertaker und AJ Styles, wo das Ganze, ja, diese ganze, ja, wie soll ich sagen, dieses Genre an Wrestling-Matches quasi
erfunden wurde sozusagen. Hat ja damals auch für sehr gemischte Gefühle gesorgt unter den Wrestling-Fans. Ich fand es ziemlich geil, weil ja, weil es für mich so ein bisschen der perfekte Abschluss des Undertakers war, weil es halt alle Facetten von ihm und seiner Karriere gezeigt hat, und zum Undertaker passen halt so diese übernatürlichen Momente auch, ne? Da stellt man das ja nicht so wirklich in Frage, und war cool gemacht. Also ich habe es damals gefeiert, und am nächsten Tag gab es ja, weil das war ja auch, glaube ich, das erste Mal, dass WrestleMania an 2 Tagen stattfand, gab es dann das Firefly Funhouse Match. Da muss ich sagen, also das feiere ich bis heute nicht. Wenn mir jemand sagt, okay, das ist ein Musikclip, dann würde ich sagen, okay, dann ist es ein cooler Clip, aber das kann ich jetzt nicht unbedingt als Match mit offizieller Matchzeit und so weiter und so fort. Das fällt mir schwer, das als Match zu akzeptieren, sozusagen. Aber es war ja dann in aller Munde. Es haben ein paar Leute auf dem Indie-Markt sich auch daran versucht. Ein paar haben das besser gemacht. Ein paar sind meiner Meinung nach elendig gescheitert. Und ja, dann kam halt zur Sprache, so trauen wir uns sowas auch zu, im Rahmen der Shotgun-Staffel zu machen, in der Academy. Und ja, wer mich kennt, der weiß eigentlich so, ich bin jetzt nicht unbedingt gerade so der Typ, der auf großen Unrealismus in Wrestling-Matches steht, ne? Auch wenn es natürlich Ausnahmen gibt, wie den Undertaker, ne? Der kann sich meinetwegen in den Ring teleportieren und 2 Sekunden später wieder weg sein, weil es der Einzige ist, der das macht. Und alle anderen verhalten sich so, als wäre das eben Als wäre so. es normal. Nee, nee, nicht als wäre es normal, aber es ist ja immer eine Frage der Darstellung. Ne? Da macht sich niemand drüber lustig. Ne? Über den Undertaker wird sich nicht lustig gemacht, sondern alle nehmen das ernst, und dann funktioniert das auch, wenn es eben dieser eine oder von mir aus zwei von, keine Ahnung, 100 Leuten im Roster sind. Und dann muss ich sagen, war ich am Anfang ein bisschen reserviert, eben genau deswegen, ne? Weil da waren dann so, wie hieß dieser Swamp Fight oder so, den Bray Wyatt mit Strowman, glaube ich, hatte, was auch, das war meines Erachtens nach auch totale Grütze, und ich war halt so ein bisschen reserviert, was das Thema betrifft, und habe mich dann aber, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen intensiver damit beschäftigt, so wie könnte man das aufziehen, dass es halt diesen cineastischen Anstrich hat, aber trotzdem, ja, ne, trotzdem halt nichts passiert, was irgendwie halt Gaga ist, ne? Also mir zum Beispiel vom Layout des Matches war mir halt wichtig, so wenn das 20 Minuten dauert, dann darf halt in den 20 Minuten nichts passieren, was nicht realistisch auch in 20 Minuten passieren würde. Also jetzt irgendwelche großen Zeitsprünge oder Ortssprünge oder whatever, ne? Das war von vornherein von meiner Seite ausgeschlossen. Bevor ihr jetzt eigentlich noch weiter einen Monolog für, weiß ich jetzt gar nicht, wann Norman dann überhaupt davon erfahren hat, dass das der Plan ist. Willst du auch irgendwas kurz dazu sagen? Ich habe gerade tatsächlich die ganze Zeit schon drüber nachgedacht, wann ich überhaupt hier in diesen Prozess involviert worden bin. Aber ich glaube, das war dann auch schon relativ zeitig vor den Tapings. Denn das ist ja auch ein lustiger Fakt, dass wir das Academy-Match ja vor den Tapings überhaupt aufgezeichnet haben. Einfach Stimmt, das hatte ich schon wieder vergessen. damit es das Produktionsteam auch noch stemmen konnte, weil ja auch ein ganz anderer Aufwand mit so einer cineastischen Produktion einhergeht, als sowieso schon mit den Tapings und den vielen, vielen Matches, die da im Laufe der zweiten Shotgun-Staffel aufgezeichnet worden sind. Deshalb würde ich sagen, war es tatsächlich so vielleicht 2 Wochen vor den Tapings. Das war dann auch eine ganz, ganz unkomplizierte Kommunikation, glaube ich, über eine kurze WhatsApp. Ja, wie sieht's aus? Haben wir da Bock drauf? Ja, klar, machen wir. Und dann standen wir eines schönen Samstagmorgens da um 8 Uhr an der Academy, und es ging dann schon los. Ja, stimmt. Das hatte ich tatsächlich verdrängt, dass wir das vor den Tapings gemacht haben.
Also sprich, den Klimax quasi als allererstes abgedreht, weil die Shotgun-Staffel hat ja dann auf dieses Match da hingearbeitet. Ich würde fast sogar sagen, also ohne, ne, man soll sich ja nicht unbedingt selber auf die Schulter klopfen, aber eigentlich war das schon eine ziemlich schlüssig durcherzählte Story bis zu dem Academy-Match, wenn ich so jetzt mal so grob drüber nachdenke. Aber jo, vielleicht zurück zum Entstehungsprozess von dem Ganzen. Ne? Natürlich, also auch das haben, glaube ich, der eine oder andere probiert, ohne ein Drehbuch und ohne groß nachzudenken, ein cineastisches Match oder ein cineastisch gefilmtes Match, weil unterm Strich würde ich tatsächlich sagen, also ja, es ist ein cineastisches Match, aber eigentlich ist es doch eher ein cineastisch gefilmtes Hardcore-Match oder so, ne? Wenn man so will. Es hätte ja genauso stattfinden können. Es gab jetzt ja keine Genau. große CGI oder Explosion oder sowas. Da war der ja wieder billig. Genau, richtig, ne? Da haben wir gespart, logischerweise. Nee, aber ne, ich habe mich dann schon sehr intensiv dran gesetzt. Ich würde mal sagen, so 2, 2,5 Wochen. Und da ist schon ziemlich viel Hirnschmalz halt reingeflossen. So, okay, also, ne, was ist die Outline? Also, so was ist die Story, so, die man so erzählt? Und dann natürlich auch, worüber man sich sonst halt keine Gedanken macht. So, wo können die Kameraleute sich aufhalten? Wie kommt man von Raum A in Raum B? Wo kann der Schnitt sein und so weiter und so fort? Und ich habe mit sowas überhaupt keinerlei Erfahrung. Aber es hat sich dann, glaube ich, ganz, ja, das war schon ganz gut, dass man sich da intensiv darüber Gedanken gemacht hat, weil dann der Tag selber eigentlich relativ gechillt war, weil wir halt eben die genaue Vorstellung hatten, wie machen wir es, ne? Auch so, also so Sachen, wo ich heute noch schmunzeln muss. Die Sache zum Beispiel, dass Norman mit dem Auto zur Academy fährt und sein eigenes Theme im Radio hört. So, das war jetzt keine konkrete Idee, die ich so hatte. Aber es passt natürlich zum Charakter des Norman Harras perfekt. Aber ein Gedanke war halt so, okay, ein Match ist normalerweise eingerahmt von jemand macht sein Entrance oder eigentlich machen zwei Leute sein Entrance. Aber es spielt am Anfang Musik und es spielt am Ende Musik. Gibt es einen Weg, dass wir Musik spielen, ohne dass es halt einfach im Nachhinein, was ja auch wieder keinen Sinn machen würde, einfach drüber gelegt, was für mich keinen Sinn machen würde, das dann einfach drüber zu legen. Ne? Also ist dann quasi die Idee entstanden, dass Norman ja mit seinem Auto ankommen könnte und seine Musik hört. Ne? Und am Ende spielt die Musik, weil sich Bobbys Stable bei ihm meldet, wie es ihm denn geht. Und natürlich ist sein Klingelton ebenfalls seine Theme-Musik, die, ne? Also es waren halt so Müsste kleine. ich übrigens nicht mal für den Dreh umstellen. Das ist immer direkt eine Frage zu dem Dreh. Gab es Outtakes oder habt ihr das so Oh in ja. einem Wisch durchge? Nee, nee, nee. Es gab, also ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber es waren ein paar. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich nicht nur einmal von der Leiter gefallen bin, hinten am Rolltor an der Academy. Ich glaube, das haben wir 2 oder 3 Mal gedreht. Das weiß ich auf jeden Fall noch. Ich glaube auch die Szene mit dem Figure 4 und dem Rolltor, die haben wir, glaube ich, auch zwei, dreimal gedreht. Habt Aber ihr es jetzt, chronologisch gedreht? ja. Aber es ist Ansonsten. natürlich auch eine ganz andere Herausforderung als so in einem Live-Match, wo man einfach die ganze Zeit drin ist, wo man im Flow ist, als wenn man dann zwischendurch einen Cut hat, die Kameras müssen sich umpositionieren, man wechselt vielleicht den Raum und von da aus dann wieder genau in die gleiche Emotionslage, in den gleichen, ja, die gleiche Aggression darzustellen. Das ist natürlich auch eine unfassbare Anstrengung. Und das jedes Mal stimmig wieder hinzubekommen, da ist es dann auch nicht verkehrt, das eine oder andere Mal vielleicht nochmal einen zweiten Take zu machen. Ich finde, bei solchen Sachen kann man dann gut sehen, wie gut eigentlich Schauspieler sind, so als Actionfilm, ne? Dass die das einfach mal, dass die das halt, das ist deren täglich Brot. Also, die hatten es ja, ich hatte ja doch die erste, die zweite Shotgun-Staffel damals mitgemacht, und bei der ersten hatten wir auch manchmal Momente, wo wir in einem Match einfach, es war für alle eine neue Situation, auch mal einen Schnitt drin hatten, ne?
Und das war ja auch genau das so, okay, jetzt trotzdem, die Energie muss ja trotzdem da bleiben. Das ist schon, ist was komplett anderes gewesen auf der Art, wie man da rangeht. Ja, also ich kann das für mich nicht so, also ich kann das für mich persönlich, kann ich es nicht so unterschreiben. Ich verstehe, was du meinst. Und ich glaube, dass es ein paar Leute gab, denen das so ging, aber für mich war dieses Ganze, also keine Ahnung, bei mir ist, ich bin zum Glück so gepolt, dass wenn das rote Licht an ist, dann ist halt Go-Time und dann gibt es kein Rumeiern, zum Glück. Ah, ja? Pro. Das ist ein Pro, so muss das sein. Nee, das will ich damit gar nicht sagen, aber ich bin froh, dass es halt so ist, ne? Weil, also ich habe das aber auch schon ein paar Mal gesagt, ne? Nur weil jetzt in der Halle niemand anwesend ist, du weißt ja trotzdem, dass das, was du jetzt in die Linse spielst, wird ja dann trotzdem von Hunderten oder Tausenden Leuten gesehen. Das ist für mich schon Motivation genug, nicht kacke zu sein, muss ich sagen. Norman, wie war es denn mal mit einer Leuchtstoffröhre zu arbeiten? Ja, da muss ich tatsächlich auch sagen, das war eine ganz schön dumme Idee von mir. Denn wir haben ja vorher diesen kleinen Walkthrough gemacht, einfach mal um zu sehen, wo wir wann ungefähr sein wollen. Einfach, dass man auch mit den Kameras weiß, wie die positioniert sein müssen. Und ich glaube, im Zuge dessen hatte ich ziemlich genau zwei Ideen. Und die erste Idee war, dass Robert doch einfach mal einen Kühlschrank nach mir werfen könnte. Und die zweite Idee ist dann unten im Keller entstanden, wo wir dann vorher schon mal die Idee mit dem Feuerlöscher hatten. Also das, da waren wir uns eigentlich schon einig. Das war auch eine richtig dumme Idee. Also, ja, kommen wir gleich nochmal drauf. Genau, aber da war dann auch einfach die Situation, gut, wir sind jetzt hier im Keller und mich hat schon seit Jahren diese eine kaputte Neonröhre im Keller im Academy-Durchgang gestört. Und dann dachte ich mir, komm, die hängt jetzt sowieso da, dann können wir es doch auch einfach mal nutzen. Natürlich habe ich in meinem Leben vorher noch nie eine Leuchtstoffröhre übergezogen bekommen. Und bei Live-Shows macht man das natürlich auch heutzutage aus Sicherheitsgründen vielleicht nicht mehr in der Frequenz, wie das früher üblich war. Und auch da bietet das cineastische Match nun mal die Möglichkeit, sowas einzusetzen. Und wie Robert das eben auch gesagt hat, ist es endlich mal sinnvoll. Beziehungsweise ist es eine Sache, die wirklich so passieren kann, weil nun mal eine Leuchtstoffröhre an der Decke hängt. Und wenn der Bärtel da hochhüpft und die greift, dann habe ich ein Problem. Ja, also ne, auch da, ich muss echt sagen, bitte zeigt mir einen Einsatz von Leuchtstoffröhren im Wrestling-Kontext, der sinnvoller ist als der im Academy-Match. Ich glaube nicht, dass man einen finden wird. Vielleicht gleichwertig, keine Ahnung, vielleicht ist das schon mal in der Art und Weise irgendwo passiert, aber sinnvoller, also kann ich mir nicht vorstellen. Weil natürlich, wie du sagst, natürlich macht es Sinn, dass da eine Leuchtstoffröhre in der Deckenlampe drin ist. Und natürlich macht es Sinn, dass der Coach der Academy keinen Bock mehr auf diese verdammte kaputte Leuchtstoffröhre hat und wütend wird. Also das ist... Aber der Feuerlöscher wurde auch noch angesprochen. Ja, aber vielleicht nur kurz, die Leuchtstoffröhre, die hat dich ja noch ein paar Stunden länger beschäftigt als gedacht, ne? Ja, das war super. Ja, bitte. Aber nur kurz, bevor du die Story erzählst. Eine Sache ist, finde ich, total witzig. Also finde ich nicht witzig, aber man kann irgendwie drüber schmunzeln. Weil natürlich hat das unendlich wehgetan, schätze ich mal, mit der Leuchtstoffröhre. Aber natürlich hat es nur für einen One-Count gereicht, weil es so wehgetan hat, dass du deine Schultern nicht auf dem Boden halten konntest. Also ich kann jedem, der das kritisieren möchte, nur mal empfehlen, sich mit den Schultern in Scherben zu legen. Da würde ich behaupten, dass die Motivation, die Schultern hochzubekommen, doch relativ hoch ist. Aber ja, das war dann auch spannend. Die Leuchtstoffröhre ist ja in dem Moment passiert und ich glaube, kurz danach kam dann auch tatsächlich schon der Feuerlöscher. Ja. Und da bin ich dann fast gestorben. Also erstickt. Ich gebe zu, die Leuchtstoffröhre war vielleicht auch, die hat nochmal bei mir diesen Schalter im Körper umgelegt, dass die Intensität nochmal ein bisschen höher ging. Und auch rückblickend betrachtet, hätte man vielleicht nicht noch den zweiten Schuss mit dem Feuerlöscher setzen müssen. Ich kann mich jetzt einsehen, in der Situation hat es sich richtig angefühlt.
Aber um noch einmal die Kurve mit der Leuchtstoffröhre zu schließen, das Ganze begleitet mich nach wie vor, denn ich habe mir da schön die Schulter so ein bisschen aufgeschnitten an drei, vier kleinen Stellen. Sie sind jetzt ein paar winzige Narben, ist nicht weiter dramatisch. Aber ich dachte mir dann auf dem Heimweg nach der Show doch, dass es irgendwie fühlte es sich noch komisch an, obwohl ich Wasser drüber laufen habe lassen, aber irgendwas war da noch drin, was da nicht rein sollte. Also habe ich natürlich noch mal kurz in der Notaufnahme vorbeigeschaut und habe mir dann entsprechend einmal das Ganze ausspülen lassen und kleben lassen. Natürlich stellt sich jetzt die Frage, was zur Hölle hast du den Leuten denn da erzählt in der Notaufnahme? Und ich habe zum gleichen Zeitpunkt zu Hause ein bisschen renoviert und hatte da ein Gerüst stehen. Und dann habe ich einfach erzählt, dass ich an dem Gerüst stand und an einem Kabel gezogen habe. Und an diesem Kabel hing allerdings noch eine Leuchtstoffröhre. Und die hat mir dann entsprechend den Rücken zerlegt. Ist mir tatsächlich die Woche davor ähnlich so mit einer Kabeltrommel passiert. Deshalb war es das Erste, woran ich denken musste. Und tatsächlich wurden auch keine weiteren Fragen dazu gestellt. Also sah ich entweder so durcheinander aus, dass es nicht weiter hinterfragt wurde, oder es war eine gute Geschichte. Also ich sag mal so, als ich nach der ersten Käfigschlacht mit der ausgekugelten Schulter blutüberströmt in die Notaufnahme kam und gesagt habe, ich bin auf einer Party gestolpert, hat auch niemand Ja, ich glaube, die hören ganz andere Dinge. Also, der Feuerlöscher, ja. Also, wenn ich mir so, ich bin ja ein Laie, ich habe ja keine Ahnung von irgendwas. Wenn ich mir vorstelle, was ein Stimmt, Feuerlöscher machen, kann ich bezeugen. zum Beispiel, ja, egal. Wenn ich mir vorstelle, was ein Feuerlöscher machen soll, nämlich ein Feuer löschen, heißt das ja, dass es da irgendwas drin ist, was ein Feuer löscht. Wahrscheinlich, indem es Sauerstoff entzieht dem Feuer, nehme ich an, damit es nicht weiter brennt. Es ist ja nicht dafür da, dass man das jemandem ins Gesicht ballert, zweimal. Ja, auch das lässt sich aus heutiger Perspektive ganz einfach so sagen. Ich habe in der Zwischenzeit tatsächlich auch beim Job eine Schulung als Brandschutzhelfer gemacht und dementsprechend würde ich auch niemandem den Spot in der Form heutzutage noch empfehlen. Aber wir hatten den Vorteil, das war kein CO2-Feuerlöscher, den wir da eingesetzt haben. Also es wurde nicht der ganze Sauerstoff entzogen. Es war vielmehr so ein Pulverfeuerlöscher. Es wurde einfach Gift in den Raum gesprüht, in einer Es großen. ist nicht unbedingt, es ist nicht unbedingt besser. Die langfristigen Folgen sind noch zu untersuchen, aber wir haben es erstmal überstanden. Ja, also das war schon richtig ekelhaft. Man könnte fast meinen, dass die in Filmen nicht keine echten Feuerlöscher verwenden. Ich hab mir übrigens ein paar, also wenn man das Ganze als Film betrachten will, den wir da, oder so ein Kurzfilm, ne, so ein 20-Minuten-Film, den wir da gedreht haben. Es wäre echt interessant, habe ich mir schon ein paar Mal gedacht. Ich weiß nicht, ob ihr den YouTube-Channel der Corridor Crew kennt, die ja manchmal so Stuntman-Analysen machen. Und so wie haben die was gemacht und ne, alles in ihre Einzelteile zerlegen. Da muss ich sagen, da würde ich echt gerne mal sehen, dass die sich das Academy-Match ansehen und dann quasi Feedback zu allen Stunts, die wir aber in echt durchgeführt haben. Das würde mich interessieren. Ja, das ist halt, Wrestler orientieren sich eher so an Hongkong-Filmen aus den 80ern. Da wird einfach alles echt gemacht. Drauf geschissen. Finde ich gut. Ich will mal kurz ein. Der Kühlschrank war natürlich nur eine Requisite. Extra Anfertigung. War ultra leicht. Ja, aber der war auch mal ganz schön Wucht geschmissen. Ne? Also, das war schon ein Gerät, was normalerweise nicht durch die Luft fliegt Ja. und eine gewisse Gefahr ausstrahlt. Ich denke, man hat mir die Überraschung auch angesehen. Ja. Ist ja alles gut gegangen. Ist ja alles gut gegangen. Überraschenderweise, ja. Aber da wollte ich jetzt mal fragen, das ist ja auch mal was, das ist ja auch mal ein komplett anderer Art Match. Hast du, also Norman, hast du das mal irgendwie so deiner Familie oder den Freunden zu Hause, die mit dem Wrestling nicht so viel zu tun haben? Das ist ja mal was Spezielles. Hast du denen das mal gezeigt? So, hier wurde der gute Norman Harras mal im cineastischen Stile fast umgebracht. Ich habe das Ganze einmal angefangen zu zeigen. Und zwar der
Mutter von meiner Freundin, die keinerlei Berührungspunkte mit Wrestling hatte. Und das war kurz nachdem das rauskam. Und da hatte sie gefragt, wie das denn so läuft bei uns. Und dann hatte ich gesagt, ja, ich habe hier ein schönes Beispiel. Habe aber natürlich vergessen, dass vorher dieses Videopaket von der gesamten Fehde lief. Das heißt, es war zu sehen, wie Robert meinen Kopf in Hundefutter steckt. Es war zu sehen, wie ich ihn mit einer Kette auschoke und er Blut spuckt. Und es war zu Tatsächlich sehen. auschoke. Auch das war kein Work. Also es war tatsächlich auch das letzte Mal, dass die gute Dame mich auf Wrestling angesprochen hat. Sie denkt es wahrscheinlich, dass ihr Schwiegersohn oder sowas für die Russenmafia in irgendwelchen Cage-Fights oder sowas aktiv ist. Wäre vermutlich einfacher zu erklären. Ich möchte Aber eigentlich auch ja. nochmal ganz kurz ein Match ansprechen. Ich wollte da kurz einen Sprung machen, außer es gibt noch was, was ich vergessen habe jetzt von dem Academy-Match, weil es ist schon eine Weile her. Nee, gibt so gesehen jetzt nichts mehr. Eins vielleicht noch, um das Thema abzuschließen. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, ich muss echt sagen, ich bin jetzt sonst niemand, der von seinen eigenen Matches sagt, so das solltet ihr unbedingt gesehen haben, weil dafür, ja, es ist vielleicht eine fragwürdige Einstellung generell. Aber das Academy-Match muss ich echt sagen, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, das würde ich mir schon angucken, weil ich war selten, ehrlich gesagt, selten so umfänglich zufrieden mit einem Match wie mit dem Academy-Match. Es war schon was Besonderes. Ich hoffe, wir müssen nie wieder ein cineastisches Match machen. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Die Zeit der cineastischen Matches ist hoffentlich vorbei. Aber das war schon ganz cool und hat auch einen besonderen Stellenwert in meinem, ja, in meiner Laufbahn, auch wenn es nur gegen Norman Harris war. Sorry. Sehr charmanter Abschluss. Was wir jetzt noch nicht gesagt haben, das Academy-Match selber war in der WXW Shotgun 2020 Staffel 2 Episode 6. Also könnt ihr darunter sowohl auf WXW Now als auch dem WWE Network finden. Jetzt fühle ich mich schlecht, dass du natürlich den viel seriöseren Abschluss zu dieser Thematik gefunden hast als ich. Aber naja, okay. Und wenn ihr Gern möchtet, geschehen. könnt ihr den Link dazu auch nochmal der Corridor-Crew schicken und einfach dem mal ein bisschen Feuer unterm Hintern machen. Generell, sehr spannender Channel, finde ich. Gerade die Stuntman-Sachen hat Robert schon recht. Auch aus Wrestling-Sicht manchmal sehr spannend zu sehen, wie die an solche Sachen rangehen. Ja, also Norman, guckst du viel YouTube? Oder kennst du den Channel? Bisher kenne ich den tatsächlich nicht. Also ich bin in YouTube in so ein Rabbit Hole abgetaucht, was sich entweder nur noch mit Strongman beschäftigt oder aber irgendwelchen Aussteigern, die in der kanadischen Wildnis Blockhütten bauen. Natürlich in Kanada, wo denn auch sonst? Ist der Inhaber dieses Channels zufällig? Heißt der AJ mit Vornamen? Zufälligerweise nicht. Okay. Nee, aber Corridor Crew kann ich nur empfehlen. Vor allem also mein persönliches Lieblingsformat sind die Stuntman React, die wirklich auch aus Wrestler-Sicht oft sehr interessant sind, weil es da auch in den Kampfszenen oder Stunt-Szenen wesentlich öfter um Storytelling geht, als man es vielleicht vermuten würde, wenn man sich einfach nur von einem Film berieseln lässt. Und da auch schön ja, sagen wir, die Unterschiede zwischen einer guten Kampfszene und einer schlechten Kampfszene sehr, sehr anschaulich verdeutlicht werden. Felix, welchen YouTube-Channel suchtest du aktuell? Also tatsächlich, Corridor Crew ist wöchentlich bei mir drin. Jeden Samstag veröffentliche ich neue Videos. Ihr macht gerade viel mehr Werbung für die Corridor, die Werbung nicht Ja, braucht, weil die brauchen es aber auch. Also. die machen eigentlich normalerweise sind das Special Effects Artists, die halt sonst Special Effects sich angucken, machen das gleiche mit Stuntmen und ja, so Animateure und so, Animateure. Ja, genau. Wer Also tanzt so am besten in Macarena? genau, Animateure auf der AIDA ist noch so ein typisches Ding von denen. Naja, es ist ein cooler YouTube-Channel danach. Was gucke ich denn gerade sonst? Wie heißt denn der Typ? The Spiffing Briton? Brit? Kennt das jemand? Das ist so ein Typ, der Videospiele spielt, aber die halt komplett zerbricht und irgendwie halt. Ist lustig, kann man sich auch mal gönnen. Nee, habe ich noch Also, nicht der gehört. ist, bis das so ausbuggt, dass das Spiel irgendwann abstürzt. Aber was ich sagen wollte, ich war ja noch bei der ersten und zweiten Staffel von Shotgun mit dabei. Danach war ich viele Monate nicht mehr dabei und wir haben uns zum ersten Mal im echten Leben wiedergesehen am Weltkindertag 2021.
in Erfurt bei einem Stadtteilfest, bei einer Einweihungsfeier oder bei der Grundsteinlegung eines Familienzentrums. Und da wurde Kindertraining gebucht und ein Wrestlingring aufgebaut für eine 3-Match-Show. Und der Ring war abenteuerlich, möchte ich mal sagen. Ich habe dazu noch irgendwo ein Foto, möchte ich ganz kurz nur sagen. Das werde ich dann mal auf @blownerpodcast auf Twitter mal hochladen, damit ihr mal seht, was ich meine. Aber Robert, Norman, was war da los? Naja, was war da los? Das war so ein Fest. Also da waren nicht nur WXW mit Wrestling vertreten, sondern es gab noch ein paar andere Stationen, wo sich, glaube ich, Kinder schminken lassen konnten, eine Luftburg, diverse Würstchenstände etc. Also so ein Familienfest mitten im, wie sagt man da? Im Plattenbaubezirk. In einem Plattenbaubezirk. Und auf der Wiese wurde halt der Ring aufgebaut. Wie man sich vielleicht vorstellen kann, war das jetzt nicht unbedingt der englische Rasen, der perfekt in der Waage sich gezeigt hat, sondern war so ein bisschen abschüssiges Gelände, würde ich sagen. Sieht man vielleicht mit einem freien Auge gar nicht so, aber wenn man darauf ein Metallgerüst errichten soll, das im Idealfall dann auch noch in der Waage steht, damit man im Ring dann nicht bergauf und bergab laufen muss, dann offenbart sich das halt relativ schnell, wo es da gewisse Lücken gibt und so weiter und so fort. Und ich glaube, wir haben eigentlich mehr oder weniger den ganzen Ring an manchen Stellen eben weniger und an manchen Stellen dafür umso mehr mit Holzplatten unterbockt sozusagen, damit der Ring irgendwie halbwegs gerade steht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin vielleicht bis heute noch ein bisschen überrascht, dass das gut gegangen ist und der Ring nicht irgendwo von so einer Holzplatte runtergerutscht ist. So ein Ring hat natürlich ein gewisses Gewicht, das steht außer Frage, aber also, keine Ahnung, der letzte Physikunterricht aus der Oberstufe, der ist jetzt schon ein bisschen her, aber so laminierte Holzplatten haben jetzt, glaube ich, nicht unbedingt den höchsten Reibungswiderstand, sodass man sich da wirklich drauf verlassen könnte, dass da das Metall nicht von den Holzplatten runterrutscht. Norman, das könnt ihr jetzt nicht sehen, nickt mir zustimmend zu. Also ich finde ja, ganz kurz, es wurde ja, als das aufgebaut war, gab es ja den Moment, dass man nur immer frustrierender wurde, weil man, okay, da noch zwei runter. Wieso ist das Ding denn immer noch nicht gerade? Da noch zwei runter? Ach, scheiß drauf, das passt schon. Man muss auch dazu sagen, wir hatten selber gar nicht so viel Holz zum Unterfüttern dabei. Wir mussten ja schon bei B24/7 irgendwelche Holzplatten ausborgen, dass wir auch nur halbwegs in die Waage gekommen sind. Ja. Aber hat funktioniert. Mehr oder minder. Überraschenderweise, ja, tatsächlich. Also, vor allem, ich erinnere mich an den einen Moment nach dem Kindertraining, das Robert gegeben hast, was das Wichtigste war eigentlich war, wahrscheinlich in dem Moment, da hat er mir vorher gesagt, jo, ich mache jetzt hier 3 Stunden Kindertraining, wenn ich rauskomme aus dem Regen, kannst du mir eine Bratwurst bringen? Das war wichtig. Das stimmt. Und es war ein sehr gutes Brötchen. Also es war jetzt keine Ahnung mehr, wie der genau hieß. Also sorry, gibt jetzt hier keine Gratis-Werbung. Aber es war ein sehr gutes Würstchen von einem wahrscheinlich örtlichen Metzger. Also und für einen schmalen Taler. Ich glaube, das hat 2 Euro gekostet oder so. Also wirklich Win-Win. Ja? Und es gab auch gutes Catering, wie Norman Harras vielleicht sogar weiß, der sich vielleicht so ein bisschen daran überfressen hat vor dem Match. Ich weiß tatsächlich nicht mehr genau, was es an Catering gab. Ich weiß allerdings noch, dass es sehr gut war. Ich glaube, irgendwie Käsespätzle oder so waren dabei. Auf jeden Fall irgendwas doch recht Deftiges. Geschnetzeltes in Sahnesoße, die man rübergekippt hat, glaube ich. Also an sich eine richtig geile Kombination. Das Problem war, dass das Catering selber, glaube ich, für 1,5 Stunden oder Stunde vor Showbeginn bestellt war. Und wir hatten nun mal den ganzen Tag schon da, oder den halben Tag schon da rumgelungert, waren schon den ganzen Tag unterwegs und dementsprechend auch natürlich hungrig. Und da gebe ich zu, dieses
Dieses Essen hat mich dann doch etwas mehr verführt, als es vielleicht in dem Zeitpunkt sollte. Insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass ungefähr 45 Minuten nach dem Essen ein Robert Dreisger mit seinem Big Splash wiederholt auf mich draufspringt. Also auch da war ich sehr glücklich, dass ich dies ohne weitere Zwischenfälle überstanden habe. Ich kann mich nicht an wiederholte Big Splashes erinnern, aber Kann sein. Es ich gab. würde es jetzt auch nicht ausschließen. War es ein Suplex oder irgendein Body Slam, wo du mich auch mal so mit aufgerissen auch angeguckt hast? So, ui, aua, das hätte nicht so viel essen sollen. Wird bestimmt wiederholt vorgekommen sein. Ja, aber in Summe war das eigentlich ein ganz. Es war an einem Montag, glaube ich, ne? Das war Auch ein Montag. war auch ein bisschen ja, ungewohnt, aber es war in Summe eigentlich ein. Ein sehr, sehr solider Tag. Es waren eigentlich alle happy, dass wir da waren. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, nach unserem Match, glaube ich, habe 60 oder 70 Fotos am Stück gemacht. Das gab es jetzt auch schon. Also gut, es gab auch schon länger keine Shows mehr vor Publikum, so wirklich in einer gewissen Frequenz. Aber das war schon, War ja. das nicht die Veranstaltung, wo dir auch auf mal ein Baby in die Hand gedrückt wurde? Ja. Richtig, richtig. Das war, ja, ne, also nur so nur kurz, ne, wenn ihr ein neugeborenes Kind habt, das so 3, 4 Wochen alt ist, drückt es nicht ungefragt irgendjemanden in die Hand, der vielleicht gerade 15 Minuten gewrestelt hat, außer Atem ist und auch, selbst wenn die Person nicht gerade 15 Minuten gewrestelt hat und außer Atem ist, wartet erstmal die Antwort ab. Ja, das war so, das war ein weirder Moment, ja. Also, halt mal. Okay, ja. Ach, schön. Ja, Leute, die Montagsshows in Erfurt, das ist es eigentlich. Dafür macht man das ja alles. Dadurch hat auch Anil Marik einen Spitznamen bekommen, den ich jetzt an dieser Stelle nicht weiter erwähnen darf, leider. Schön. Ja. Ist schade fast. Naja. Aber was wir da auch noch hatten, ist gar nicht so lange her. Wir hatten nämlich, wo wir auch alle drei mal wieder zusammengefunden haben, so selten es vorkommt, war Dresden-Leipzig, das 4 Tage Sachsen-Wochenende. Dresden-Leipzig, das 4 Tage Ja, ich Sachsen-Wochenende. war halt nur in Dresden-Leipzig dabei. Es gab noch Chemnitz und Gotha an den Tagen davor. Limbach, aber ja. Ja, das ist drauf geschissen, ob das Limbach oder Chemnitz ist. Also jetzt mal ganz ehrlich. Und Hättest das du bei der ist. Show sein sollen und warst im falschen Ort? Nein, ich wurde gefragt, aber ich konnte mir leider nicht freinehmen. Deswegen wurde ich für diese beiden Tage ausgeplant. So leid es mir tut. Aber ich war immerhin in Dresden und Leipzig. Und in Dresden gab es ja wieder mal Robert Dreisger gegen Norman Harras. Stimmt, ja. Es wurde wieder fast Hardcore, weil es war ein Besen involviert. Ich erinnere mich dunkel an einen Besen aus irgendeinem Grund. Ja, da war ein Besen. Da war Man halt ein Besen. stelle sich vor, in Veranstaltungshallen gibt es manchmal auch einen Besen. Aber er wird ja nicht ständig dazu gezogen. Ja, hat leider auch nicht ganz so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe, gebe ich zu. Aber was Norman und mir gerade aufgefallen sind in unserer kurzen Pause, eigentlich ist danach wieder aufgefallen, die Abende werden dann gut, wenn Robert Dreisger relativ früh ins Bett geht. Das ist tatsächlich ein wiederkehrendes Phänomen. Also, wir sind uns noch nicht sicher, ob das eine Regel ist, aber wir haben da in der Vergangenheit schon Korrelationen beobachtet, insbesondere auch in Dresden. Ich vermute, es liegt daran, Ah, ja, es dämmert mir. dass es daran liegt, dass Robert eigentlich einer der vernünftigeren Menschen ist. Und sobald halt die Vernunft in Person ein bisschen weg ist, brechen halt dummerweise Dämme, die sonst vielleicht geschlossen gewesen wären. Das kann auch sein. Oder es gibt auch einfach, also erstmal danke für das. Ich nehme das mal als Kompliment. Aber ich gehöre auch einfach zu den Menschen, dem es dann einfach zu dumm ist, 15 oder 20 Minuten in der Dresdner Neustadt rumzustehen, ohne Plan, was jetzt noch gemacht werden soll. In der Kälte leicht, ja, wie soll ich sagen, na, nicht underdressed, aber mit zu wenig Leicht an, bekleidet. leicht bekleidet. Da gehe ich halt einfach eher, glaube ich,
im Zweifelsfall pennen, als noch 10 Minuten länger in der Kälte rumzustehen, ohne, ja, Ohne ein Ziel ohne ein Ziel. Auch wenn ich schon natürlich Bock drauf gehabt hätte, zu sehen, wie sich. Nee, kann ich jetzt nicht sagen. Das würde. Endeffekt. Gut. Alles gut. Wir müssen jetzt ja nicht so tun, als wärst du einfach so, als wärst du um 9:30 im Bett gewesen. Es war halt trotzdem 3 oder 4 Uhr. Ja. Also, das ist jetzt auch. Aber ich meine, das Ziel des Abends war ganz klar. Norman Harras hat das Herrengedeck wieder zurückgeholt und hat das Herrengedeck mal wieder als Trend etabliert in diversen Kneipen in der Dresdner Neustadt. Norman, und das wollte ich dich wirklich mal fragen, weil das haben wir nur mal ganz kurz ausgediskutiert im Kater. Warum hast du ein Pikolöchen und ein kleines Bier bestellt? Das ist eine hervorragende Frage. Wir saßen dann in einem sehr netten Etablissement, was eigentlich jungen Künstlern und Künstlerinnen eine Bühne bot. Leider waren wir jetzt schon 4 Stunden nach der Dichtungsvorlesung da und dementsprechend war die Bühne schon geschlossen und die Bar eher spärlich besetzt. Ich weiß gar nicht, wer hat uns noch in der Runde begleitet, Felix? Also ich Hast kann du auch das nicht noch mehr. Wir waren parat? zu viert und dann waren da noch zwei random Typen, die da rumsaßen. Genau, in jedem Falle muss man sich jetzt vorstellen, dass man schon den dritten Tag auf Tour ist und auch schon an dem Abend einige Stunden in einer bestimmten Konstellation und Gruppierung unterwegs ist. Und ja, gerade wenn man Felix dann doch einige Stunden zuhört, gibt es ab und zu auch mal den Moment, wo man sich Ein vielleicht Bier einmal braucht, ja. kurz etwas Zeit für sich nehmen muss. Und dementsprechend habe ich mich dann einfach mal von diesem Tisch entfernt, habe mich da an die Bar gesetzt, mich mit der Dame über die Klassiker der Dresdner Gastronomie unterhalten. Und da wurde mir doch tatsächlich das Herrengedeck nahegelegt. Und dieser Empfehlung bin ich natürlich direkt gefolgt, was dann in circa 10 bis 15 Minuten später darin resultierte, dass diese gesamte Bar, beziehungsweise die 6 Leute, die noch da waren, allesamt in einer Reihe an der Theke saßen und sich ein Herrengedeck zugeführt haben. Und ich muss sagen, Leute, es gibt ja verschiedene Arten von Herrengedeck. Es gibt ja den mit Korn und Bier, aber nein, Pikolöchen und Bier ist keine schlechte Idee, weil dieses spritzig säurige, saure ist ein sehr angenehmer Moment in der Nacht, wenn man sehr viel Bier trinkt. Keine Ist genau schlechte das Idee. Richtige um 4:30 morgens. Das bringt den Kreislauf noch mal so in Schwung. Gibt noch mal den Schub für die letzten 2, 3 Stunden. Heißt das wirklich Piccolöchen oder sagst du es einfach nur so? Oder ist es Piccolo? Piccolo. Oder Okay. Piccolo heißt doch schon, ist doch schon die Verniedlichung, nehme ich an, oder? Wer kann Italienisch? Norman? Das ist richtig. So, die Herren. Eine Sache wollte ich tatsächlich noch ansprechen, das ist jetzt ein bisschen außerhalb des WXW-Kosmos ist, nämlich die Frage: Wir hatten die letzte Unterhaltung, die wir hier in Blown Up hatten, war vor 2,5 Jahren. Korreliert perfekt eigentlich mit dem Aufstand oder mit dem Rising, mit dem Aufstehen von AEW. Und ich weiß, dass wir am Anfang, also ich vor allem, ich weiß auch von Robert, waren eher kritisch eingestellt, wollten gucken. Und jetzt, wie hat sich das aus eurer Sicht einfach mal so entwickelt? Würde mich jetzt mal persönlich super interessieren, wie sich das entwickelt hat. Mit der Frage habe ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. Ich muss sagen, ich habe, weiß nicht, ob ihr euch Full Gear angeguckt habt. Ich habe mir nur 2 Matches bisher angeguckt. MJF gegen Darby Allin und Kingston gegen Punk habe ich mir angesehen. Ja, also ich muss sagen, dass AEW schon in den letzten, ja, was sind das denn jetzt, 2, 3 Monate für mich persönlich schlagartig interessanter geworden ist. Also jetzt mit dem Ankommen von Cole, Danielson und Punk sind die für mich ehrlich gesagt wesentlich, wesentlich interessanter geworden als davor. Ich finde auch, wenn man sich mal nüchtern auf dem Papier ansieht, dass AEW vor 2, 2,5 Jahren, wann, oder seit wann? Also die erste Show war am 25. Mai 2019, ne? Ja, war Irgendwie das der so. Pay-per-View? Ja, Genau. okay. Also ich finde, dass die in den 2 Jahren, die es jetzt halt diese TV-Show gibt, also AEW vor 2 Jahren hat mit AEW heute nicht mehr unbedingt, also das ist schon noch dasselbe Produkt, aber wenn man sich das Roster anguckt, das hat sich ja um ja fast 180 Grad gedreht. Also mittlerweile würde ich schon sagen, dass das ein
sehr, 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 sehr starkes Roster ist und teilweise jetzt auch mit großen Stars besetzt. Und das kann man sich schon geben, ne? Also ich gucke mir gerne an, was Revival, also FTR machen. Ich gucke mir gern Eddie Kingston an, muss ich echt sagen. Also Hut ab, war ja immer schon ein cooler Dude, aber dass der jetzt nochmal in einem Mainstream-Produkt so abreißt, finde ich schon extrem bemerkenswert und freut mich auch. Ist meines Erachtens nach mit die beste Promo, vielleicht nicht die beste Promo, aber mit einer der besten Promos im gesamten Geschäft aktuell ist immer, ja, alles, was der von sich gibt, kaufe ich dem ab, weil es auch ganz einfach zu einem ganz, ganz großen Prozentsatz wahrscheinlich auch einfach der Realität entspricht. MGF finde ich super unterhaltsam. Also ja, also ich würde mich jetzt nicht als AEW-Fanboy betrachten, aber in den letzten, also in der jüngeren Vergangenheit haben die schon, finde ich, ziemlich viel richtig gemacht und haben jetzt auch eben viele Leute unter Vertrag, die ich sehr interessant finde, wo vielleicht auch WWE, ja, wie soll ich sagen, vielleicht nicht ganz so gesehen hat, wie da das Potenzial ist oder was da noch mit diesen Leuten gehen würde. Und ja, finde ich interessant, wie sich das jetzt gerade bei AEW so entfaltet. Was ich jetzt nicht gerade ganz zu check ist, also dass Hangman AEW Champion ist, also ist finde ich gut. Für mich vielleicht, ja, keine Ahnung, hätte vielleicht schon in der Vergangenheit irgendwann mal passieren können, aber jetzt ist es halt, jetzt ist es halt jetzt so. Ist auf jeden Fall auch ein interessanter Name, der auch für eine neue Generation steht. Finde ich ultra spannend. Da wird man halt jetzt sehen müssen, wo das mit Danielson hingeht, weil eine Babyface-Babyface-Fehde um den Titel sehe, weiß ich jetzt nicht gerade genau, wo das hingehen soll. Ich habe aber auch jetzt die letzten zwei Dynamites oder so nicht gesehen und bin da nicht so drin. Aber ja, also in Summe muss ich sagen, AEW hat für mich einen großen, also für mich persönlich, was meinen Geschmack betrifft, einen großen Schritt nach vorne gemacht in den letzten 2 Jahren. Norman, wie sieht dein Wrestling-Konsum aus? Ja, das war ja gerade schon eine sehr umfangreiche Analyse von Robert, würde ich sagen. Da möchte ich gar nicht mehr so viel weiteres hinzufügen. Was für mich tatsächlich gerade bei AEW der interessante Faktor ist, neben der Entwicklung, die jetzt in den insbesondere letzten Monaten geschehen ist, ist einfach diese Aufstellung, dass es keine Einbahnstraße ist. Also, dass die Leute nicht nur exklusiv für das Unternehmen antreten, sondern dass da eben auch sehr viele Cross-Promotional, ja, Kooperationen oder auch kleine Fäden aufgebaut werden und dass die Unternehmen oder auch die Talente sich damit gegenseitig so ein bisschen bestäuben, sage ich jetzt mal. Und das ist einfach eine sehr, sehr spannende und sehr, ja, eigentlich fast schon wieder historische Entwicklung, weil es ja früher auch häufig so war, dass viel aus Kooperationen gewachsen ist, bevor es dann einen einzigen Monopolisten gab. Und das ist gerade das, was ich auch für die Zukunft da als spannenden Faktor sehe, dass es eben diese Plattform gibt, wo sich unterschiedliche Talente präsentieren oder wo auch einfach mal Talente miteinander oder Geschichten miteinander erzählt werden, die es so in den klassischen abgetrennten Kosmen nicht geben würde. Also das finde ich nach wie vor hochinteressant und bin da auch sehr gespannt, was da in Zukunft noch alles kommt. Sehr schön. Und ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, liebe Freunde. Ich würde jetzt diese Überleitung nutzen und einfach mal direkt fragen, wie sieht es denn bei euch direkt in der Zukunft aus? Wo kann man euch in den nächsten Wochen und Monaten sehen? Ich finde es geil, dass du uns die Frage stellst, aber selber absolut nichts dazu beiträgst, weil du nach wie vor kein Wrestling guckst. Also, ich habe das Wochenende mal wieder UFC geguckt. Näher dran komme ich aktuell nicht. Entschuldigung, ich muss hier ein bisschen von außerhalb versuchen, auf die Sache raufzugucken. Aber ich habe letztens einen Jackie Chan-Film geguckt. Vielleicht zählt das nah genug als Wrestling. Also die Frage war, was es in Zukunft für uns gibt. Ja, danke.
Ja, sehr, sehr schwer zu beantworten. Ich meine, wir stehen gerade wieder vor gesetzlichen Änderungen in der Veranstaltungsindustrie und die Werte der Pandemie scheinen sich ja auch weiter zu kritisieren. Dementsprechend kann ich für mich diese Antwort, ja, ich kann da keine zufriedenstellende Antwort geben. Vielleicht hat Robert da noch weitere Empfehlungen. Ja, meine Empfehlung ist, lasst euch impfen, ihr Idioten. Das ist meine Empfehlung. Nee, ja, wie du schon sagst, ne? Also ich hoffe natürlich, dass alle Veranstaltungen, die auf dem Kalender stehen, dass wir die auch genauso durchführen werden können. Momentan sieht es danach aus, aber wir wissen ja auch alle aus den letzten 1,5 Jahren, dass das, was heute so aussieht, nächste Woche schon wieder ganz anders sein kann. In Österreich gibt es momentan wieder einen Lockdown. Ich glaube, auch in den Niederlanden ist Lockdown angesagt. Also who knows, ja, who knows, was nächste Woche hier angesagt sein wird. Ja, also da, Felix, danke für die Frage, aber du weißt genauso gut wie wir, dass sie schwer zu beantworten ist. Ja, Danke das für diesen stimmt. deprimierenden Abschluss. Ja. Aber natürlich wollen wir den Talk jetzt nicht dank Felix in einer depressiven Stimmung verlassen. Norman, ich habe noch eine Frage an dich. Natürlich ist nicht nur Blown Up zurück, sondern auch unsere Blown Up.fm-Playlist. Norman, fällt dir spontan ein Song ein, den du gerne auf diese Playlist setzen würdest? Welcher Song hat dich durch die letzten 1,5 Jahre Corona stark geprägt oder was hast du gerade erst letzte Woche entdeckt und feierst du ab? Your turn. Da hast du mir jetzt die Pistole auf die Brust gesetzt und ich schaue gerade direkt nochmal, was bei mir in Spotify so ganz oben steht. Und interessanterweise habe ich in den letzten Wochen immer mal wieder Brohim vom Pennywise gehört. Ich weiß auch gar nicht warum, aber ist ein guter Song. Okay, dann packen wir das auf die Liste. Gut, Felix, wenn du nicht noch irgendwas beizutragen hast. Oh ja, Felix hebt den Finger. Ich habe Natürlich hat natürlich er was noch was beizutragen. beizutragen. Ich, bevor wir uns hier verabschieden, möchte ich nochmal alle bitten, an alle Hörerinnen und Hörer, folgt uns bei YouTube, Twitter, Spotify. Ja, @blownerpodcast Podcast, überall, glaube ich. Glaube ich. Glaube ich. Es ist alles eine Weile her, Leute. Ein Profi durch und durch. Ja, genau, wie Felix so schön gesagt hat, folgt uns. Wir haben eh so gut wie alles an Social Media. Ich glaube, du hast auch den MySpace-Channel noch immer nicht gelöscht. Auch da Ich könnt ihr weiß uns, nicht, wie man das löscht. Ich weiß nicht, wie das geht. auch da könnt ihr uns natürlich folgen. Feedback könnt ihr uns gerne dalassen. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns vielleicht schon demnächst wieder mit einer neuen Ausgabe von Blown Up. Norman, danke fürs dabei sein. Und ja, Felix, vielleicht schaffst du bis nächste Woche die MySpace-Page zu löschen. Danke und tschüss.